beiden Herren sind bereit für ihre Präsentation, Tore Bahr und Sandro Köckli. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Tore Bahr. Ich bin von der Firma SUSE. Wir sind einer von den Linux-Distributionen, die sich auch im Bereich Cloud umtun mit einer OpenStack-Distribution. Und in dem jetzt folgenden Vortrag würde ich ein bisschen referieren darüber, was wir für Erfahrungen daraus gemacht haben als Hersteller. Und ja, der Sandro Köckli als Vertreter unserer Partner, Implementierungspartner, wird sicherlich, hoffe ich, ein paar praxisrelevante Punkte dazu bringen können. Magst du noch ein paar Worte zu dir sagen? Hallo. Super. Ich konnte es nicht testen. Sandro Köckli von Adfinisai Group. Einige kennen mich wahrscheinlich schon. Ich bin Mitinhaber der Adfinisai Group, verantwortlich für Business Development Strategie und als Cloud Solution Architekt unterwegs. Das heißt, das Thema Cloud ist eines meiner Steckenpferde. Und eben, ich werde nachher versuchen, den Ball aufzugreifen von Tore und alles, was er gesagt hat, möglichst vollständig relativieren. Um sozusagen umzukehren. Gut. Versuchen das Ganze nicht unbedingt hundertprozentig ernst zu betreiben. Cloud nochmal als Motivation, warum ist Cloud so in aller Munde? Wir haben schon gehört, so der Hype-Cycle ist eigentlich durch. Jetzt guckt man sich Richtung Big Data an, den nächsten Hype. Aber was bedeutet Cloud für ein Datacenter, für den Bereich Produktion? Ich vergleiche das gerne einfach mit dem Umbruch, den wir so im letzten Jahrhundert hatten, Einführung der Fließbandtechnologie, Automobilherstellung. Und da ist so das prägnante Beispiel der Ford Model T, der ist als erstes Produkt von der Fließband gekommen ist. Vorher hat man halt alles von Hand entsprechend gebaut. Man hatte den Meister dabei, der dem Ganzen auch eine persönliche Note gegeben hat. Jedes Einzelstück hatte irgendwie einen gewissen Handschliff. Und damit aber zum einen auch das Problem, dass ich nicht wirklich eine Qualitätssicherung dabei hatte. Und das Ganze war nicht wirklich vorhersehbar, wann ein nächstes Stück denn fertig war. Zudem habe ich alles händisch ein Stück nach dem anderen machen müssen, also sehr aufwendig. Das, was ich mit der Fließbandarbeit erreicht habe, ist dann das Thema Standardisierung, Automatisierung. Ich habe fertige Building Blocks gehabt, die ich versucht habe, wieder ineinander zu stecken. Ich habe damit eine hohe Form von Qualitätssicherung gemacht, weil ich den Prozess unter Kontrolle hatte. Ich bin vorhersehbar gewesen und damit habe ich einfach auch die Effizienz gesteigert. Wenn man sich das preislich mal anguckt, der Ford Model T in Handarbeit ist ungefähr doppelt so teuer gewesen wie der dann nachher vom Fließband gekauft wurde. Natürlich, die Optionen sind nicht mehr so groß. Es gab da mal den Spruch, du darfst jede Farbe bestellen, wenn es denn auch schwarz ist. Das zeigt auf der anderen Seite, ich habe natürlich durch die Einführung der Cloud auch immer eine Kehrseite. Ich bekomme nicht nur den hohe Effizienz, sondern ich muss halt standardisieren, ich muss automatisieren, was dann Einflüsse hat. Was hat das Ganze mit einem Rechenzentrum zu tun? Wenn man uns mal anguckt, die Vision, die Strategie, die hinter vielen Rechenzentren steht, dann ist das eigentlich genau das Gleiche, was wir auch in der Autoproduktion haben. Es geht darum, zu standardisieren, zu automatisieren. Ich muss meine Qualität verbessern. Ich muss vorhersehbar sein im Bereich meiner Qualität und ich muss möglichst effizient sein. Ich habe immer mehr die Herausforderung, dass ich deutlich mehr leisten muss im Rechenzentrum, ich aber nicht mehr Ressourcen bekomme. Gerade personell, aber auch im Bereich der Hardware, der Umgebung muss ich mich effizient stellen. Ich sehe aber auch weitere Punkte. Das heißt, das Thema Agilität. Wie schnell bin ich denn in der Lage, auf neue Anforderungen, die aus Fachabteilungen kommen, zu reagieren aus dem Markt? Ich habe irgendwo Marketingkampagnen laufen. Ich muss schnell Web-Services, Applikationsserver bereitstellen. Die brauche ich immer nur für 3 Monate. Schmeiße ich wieder weg. Wo kriege ich die Ressourcen her? Das sind Dinge, die einfach jetzt auch als Herausforderung da sind. Auf der anderen Seite wird das Thema Compliance immer wichtiger. Gerade in dem Hinblick auf NSA und was wir alles so an Affären haben. Die Frage, sind meine Daten sicher?
wer kann drauf, wer hat drauf zugegriffen, sind auch Dinge, die wesentlich stärker sind. Im Cloud-Umfeld, wenn ich mir das Ganze sehe, ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, wann welche Instanz gestartet wird. Sind das auch ganz neue Anforderungen, die ich habe, mit denen ich mich beschäftigen muss? Im Grunde, alles muss flexibler werden. Also ich habe höhere Anforderungen, ich habe mehr an dem, was ich zu tun soll, aber dabei weniger Ressourcen zur Verfügung. Das, was wir beim Kunden dabei sehen, ist, ja, er sucht nach Tools. Das erste Tool, was eingesetzt wurde, war dann ja, Virtualisierung. Damit lösen wir alles ab. Natürlich hat man gesehen, ich habe immer mehr Instanzen, ich muss ein Config-Management haben. Ich muss meinen Workflow optimieren. Mit einmal habe ich ganz viele Instanzen, unterschiedliche Komponenten. Ich brauche ein Asset-Management, damit ich weiß, wo was denn wie installiert ist. Das Ganze muss auch noch dokumentiert werden. Damit kann ich so etwas weiter effizienter treiben, aber das sind Dinge, die wir eigentlich im Markt schon komplett gesehen haben. Was kommt danach? Wir sehen, das Cloud ist aber nicht wieder ein neues Tool, was ich einfach mit einführe. Ich kann natürlich einfach sagen, ja, hier Cloud, bei uns nennt sich das dann SUSE Cloud, SUSE OpenStack Cloud 5, CD einlegen und juhu, wir haben eine Cloud, alles klasse. So funktioniert es nicht wirklich, denn was ist Cloud? Wir hatten heute Morgen schon gehört, überall auf jedem Sticker irgendwo steht Cloud drauf. Mein Lieblingsbeispiel ist, dass ich irgendwo einen Memory Stick gekauft habe, wo dann groß stand drauf Cloud Ready. Wo ich mir gesagt habe, was soll mir das jetzt sagen? Sind meine Daten jetzt darauf gespeichert oder nicht? Oder was hat das mit der Wolke zu tun? Wenn man sich mal anguckt, versucht zu definieren, was denn Cloud ist, dann kann man hier bei der NSIT sich mal eine Definition anschauen, die ich ganz gut finde. Und zwar ist sie sehr abstrakt gehalten. Es geht einfach darum, dass ich einen Shared Pool von Ressourcen habe, unabhängig davon, was das hinter einer Ressource steckt und von der Eigenschaft, dass ich sie schnell automatisiert bereitstellen kann über eine definierte Schnittstelle. Das heißt, eine Charakteristik ist, dass ich einen On-Demand Self-Service-Portal habe. Ich muss also selber als Data Center es gar nicht mehr selber machen. Super. Ich lasse andere das machen, habe aber eine definierte Schnittstelle, wie die auf meine Ressourcen zugreifen können. Das Ganze ist netzwerkbasiert. Ich nutze also die Netzwerke-Technologie, um den Zugriff zu haben. Das ist nichts Besonderes. Aber ich habe halt ein Resource-Pooling. Ich habe keine individuelle Ressource, wo ich weiß, ja, genau dieser Hardware-Server steht mir persönlich zur Verfügung. Ich kann damit tun und lassen, was ich will. Sondern es ist eine gesharte Ressource, die ich über eine gewisse Zeit nutzen kann und danach wieder wegschmeißen kann. Damit erreiche ich dann einfach diese Agilität, die Dynamik, flexibel auf Anforderungen zu stellen. Damit geht aber auch einher, dass das klassische Verrechnungsmodell, ich habe eine Fachanwendung, die besteht aus 6 Servern, damit kosten die mich pro Monat halt irgendwie $7. Das passt nicht mehr, sondern ich muss nach der Leistung, die ich auch wirklich genutzt habe, abrechnen. Also das, was für uns ganz normal ist im Bereich Telefon, Strom oder Gas, wo ich sage, ich habe einen gewissen Grundbetrag und dann wird nach Leistung abgerechnet, das sehen wir einfach auch, dass das in der IT mit passiert. Und dann über die Cloud auch die Möglichkeit zu haben, mache ich das dann in meinem eigenen Rechenzentrum oder kaufe ich mir das woanders ein? So wie ich heute flexibel meinen Anbieter im Bereich Gas, Strom, Telefon flexibel wechseln kann, das sehen wir, dass das halt auch in der IT passieren wird. Zusammengefasst, was machen wir in der Cloud? Und das ist das, was wir in OpenStack tun, ist, wir haben hier ein zentrales Self-Service-Portal. Da bekommen End-User Zugriff drauf. End-User können normale Personen sein. Das kann aber auch ein führender Workflow sein, irgendeine Automatisierung, die hier über einen Abstraktionslayer auf einen Warenkorb mit Images zugreift, sagt, das und das will ich haben. Aufgabe der Cloud ist dann, abstrakt von den Ressourcen die richtigen rauszuwählen, das Ganze zusammenzubauen und über die Schnittstelle wieder an den Endbenutzer zu bringen. Wie er das Ganze macht, ob das hier KVM, ob das Hyper-V ist, ob das ein Netzwerk ist, was SDN ist oder nacktes WLAN, hat den Benutzer selber nicht mehr zu interessieren, sondern ich habe das komplett voneinander abstrahiert und bin damit halt hier auch flexibel in der Wahl meiner Tools. Eine Eigenschaft, die man hier sieht, ist, ich habe ein Image-Repository. Betonung liegt auf Image. Was ist da ein bisschen Unterschied zu dem, was eine klassische Anwendung ist? Auch das hatten wir heute Morgen schon gehört. Nicht jede Cloud-Anwendung ist optimal in der Cloud zu betreiben oder nicht jede Anwendung ist optimal in der Cloud zu betreiben. Wenn ich mir eine Traditional Workload angucke,
die auch meinetwegen in der Virtualisierung gebaut wird, dann habe ich ein Betriebssystem, dann installiere ich meine Anwendung darauf, dann kommen meine Daten damit dran, entweder liegen die lokal oder kommen übers Netzwerk entsprechend dran und ich brauche natürlich irgendwo hier einen Netzwerkzugriff. Das ist aber alles in diesem Container zusammengebaut. Wenn dieser Container stirbt, dann stirbt auch meine Anwendung. Ich habe also hier einen zustandsbehafteten Instanz. Das ist etwas, was ich in der Cloud möglichst gar nicht haben will. Denn ich bin ja dynamisch, agil. Ich muss Dinge automatisch starten und wegschmeißen können. Das heißt, was ich in der Cloud mache, ist, ich habe ein Image, das besteht aus Betriebssystem, den Kern brauche ich, und meine Anwendung maximal. Auch die kann über ein Config Management noch hinzugefügt werden. Aber das Thema Daten kommt, wird selber von der Cloud geliefert. Die liegt mir, stellt die Verfügbarkeit der Daten sicher. Ob das hier ein Object Store ist oder ein Block Storage, ist mir im Prinzip egal. Das kommt von der Anwendung her. Aber Aufgabe der Cloud ist es, Resources Storage bereitzustellen. Genau das Gleiche gilt für das Network. Diese Instanz hier weiß nicht, von wo wird denn zugegriffen. Sie hat eine eigene IP-Adresse, um natürlich zu kommunizieren. Das ist aber nicht die IP-Adresse, über die sie von extern erreichbar ist. Das ist Aufgabe der Cloud, das zu verwalten. Und damit erreiche ich, dass dieser Container zustandslos ist. Ich kann jederzeit diesen Instanz neu bauen, indem ich aus dem Image Operationssystem, Operating System Applikation hinzuführe und die Daten und den Access von außen wieder hinzuweise. Damit habe ich eine skalierbare und agile Umgebung geschaffen, mit der ich das Ganze betreiben kann. Das ist eine Grundvoraussetzung, um mit einer Cloud auch wirklich einen Vorteil zu haben. Weil Cloud ist nicht Virtualisierung. Es ist auch nicht nur eine Weiterführung der Virtualisierung, sondern es ist ein Paradigmenwechsel, den ich haben muss, um wirklich einen Vorteil daraus zu erreichen. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Um so eine Lösung einzusetzen, so etwas haben zu wollen, ist natürlich so gut, ich brauche eine Grundlage, ich brauche eine Infrastructure as a Service Cloud-System. Anforderungen, die wir hier sehen, ist, ich möchte das Ganze eigentlich hardwareunabhängig haben. Auf der einen Seite, ich sehe, es muss Netzwerkkomponenten, ich muss Storage-Komponenten implementieren. Und dort möchte ich natürlich nirgendwo auf einen einzelnen Hardwarehersteller limitiert sein. Außerdem sehen wir, dass im Bereich OpenStack die Entwicklung noch so rapide ist. Es kommen so viele neue Funktionen dazu, dass ich eigentlich auch nicht möchte, ich möchte jetzt eine Lösung einsetzen, wo ich sage, okay, Features sind toll, aber die Features, die im nächsten ein, zwei Jahren kommen, die kriege ich hier nicht mehr rein, weil ich habe auf den falschen Hersteller gesetzt. Und es ist ja die Grundlage meiner Infrastruktur. Da läuft meine gesamte Workload drauf. Diese tausche ich nicht einfach mal so in zwei Jahren aus. Deshalb ist einfach wichtig, dass ich hier die Entwicklung auf möglichst viele Schultern lege und damit ich das Ganze sauber in meine Umgebung integrieren kann, auch das haben wir heute Morgen schon gehört, ist die größte Herausforderung, muss ich offene Standards verwenden. Nur wenn ich offene Standards verwende, bin ich in der Lage, auch den Kleber, den ich zwischen den einzelnen Funktionsblöcken habe, selber zu schreiben oder über einen Partner erstellen zu lassen, damit ich das Ganze rein integrieren kann. Wenn ich mir diese Anforderungen ankann, dann kann die Lösung für so eine Software nur aus einem Bereich kommen, und das ist Open Source. Weil Open Source hat all diese Eigenschaften. Und das sehen wir als Open Source Hersteller, wie kann es auch anders sein, natürlich auch als Grund, warum Linux als Betriebssystem so einen großen Einfluss und so eine große Stärke hat. Sie hat die gleichen Eigenschaften. Und im Bereich Open Source ist OpenStack einfach das Produkt, das Projekt, was den größten Zulauf hat, was als gewichtigst gesehen wird und damit auch die Beschreibung halt, OpenStack ist das Linux der Cloud. Was ist OpenStack? Ich denke, die meisten von Ihnen hier kennen es. Das heißt, muss ich nicht so viel zu sagen, es ist eine IaaS-Lösung, die eine Cloud-Management-Plattform bereitstellt, entwickelt von inzwischen über 10.000 von Entwicklern. Jeder Hardware-Hersteller, Software-Hersteller, der auf dem Markt ist, hat in irgendeiner Weise eine Beziehung dazu, merkt, dass er da nicht dabei herumkommt. Wenn ich mir also angucke, auch eine VMware zum Beispiel, ist Teil dieser Community, entwickelt mit dran und bewegt sich in den Umbereich. Es hat eine enorme Geschwindigkeit bei der Entwicklung, was für uns als Distributor manchmal ein bisschen schwierig ist, einen Lifecycle von einem halben Jahr durchzuleben, in dem Moment also ein halbes Jahr zu haben, in dem ich das ganze Thema QA-Paketierung entsprechend mit durchkriege und dann in diesem Produkt auch auf dem Lifecycle bleibe.
Teil davon, wenn ich mir OpenStack angucke, ist halt das, was wir in der Distribution zusammengefasst haben, also hier ein kleiner Marketing-Einslot, dass wir hier die einzelnen Komponenten von OpenStack haben. Wenn ich die selber herunterlade, natürlich ist es Open Source, kann ich einfach frei einsetzen, dann hilft mir das aber nicht. Denn allein OpenStack einzusetzen, funktioniert nicht, wenn ich nicht sowas wie zentrale Services habe. Ich brauche eine zentrale Datenbank, in die ich das Ganze einspeichern kann. Ich brauche ein RabbitMQ, ein MessageQ, damit die Komponenten sprechen können. Ich brauche mit einmal so etwas wie einen Hypervisor, der unterstützt sein soll. Wenn ich Netzwerk haben will, dann brauche ich Adapter, die auch eine Software-Defined Networking-Lösung mit einsetzen kann. Und wenn ich das im Enterprise-Umfeld mache, dann brauche ich dafür auch Support. Ich will jemanden haben, wenn das nicht funktioniert, den ich schlagen kann und der das dafür sorgt, dass es wieder läuft. Wenn ich da mein Geld mit verdiene, dann kann ich nicht auf eine Community, Anführungsstrichen, warten, die irgendwann vielleicht Lust hat, ein Problem zu lösen. Sondern hier ist einfach ein bisschen mehr gefordert. Und das ist das, was wir alles hier zusammengefasst haben. Es gibt viele inzwischen nicht mehr, also es reduziert sich auch hier, OpenStack-Distributionen am Markt, woran sie sich ganze Hilfe. Das ist ein Betriebssystem, ich weiß nicht, was soll ich jetzt tun? Ich sag mal nein, ja. Ich weiß, warum ich andere Betriebssysteme habe. Ja gut. Wenn ich mir Distributionen angucke von OpenStack, dann haben die alle diesen Kern gemeinsam. Das, was sie sich unterscheiden, ist im Bereich das, was wir hier links haben. OpenStack an sich besteht aus einem Haufen von einzelnen Projekten. Wer das Ganze mal von Hand aufgesetzt hat, weiß, dass das gerade hier so für Studienzwecke macht einen enormen Spaß, hat einen enormen Lernwert, aber für eine Produktion aufzusetzen extrem komplex. Ich brauche also ein Config-Management, ein Provisionierungsmanagement, dem ich in der Lage bin, dieses System zu deployen und zu setzen. Das ist etwas, was wir mitbringen. Und wir bringen natürlich auch den gesamten Zertifizierungsstack mit. Ich muss das Ganze irgendwo auf Hardware laufen haben. Ja, auch mit Cloud. Wir brauchen weiterhin Hardware, auf der das Ganze funktioniert. Und das bringen wir im Prinzip mit, dass wir sagen, okay, das Ding basiert auf dem OS von uns. Wir haben hier die Hardware-Zertifizierung. Wir haben aber auch die gesamten Software-Client-Zertifizierungen für die Anwendungen, die dann innerhalb der Cloud laufen können, auf unserem Virtualisierungsplattform. Gut. Das eigentlich schon angesprochen. Was bringen wir zum OpenStack dazu? Wir bringen den Support, wir bringen einen Config, ein Installationsmanagement dabei und wir bringen das gesamte Ökosystem mit. Die gleichen Mechanismen, mit denen wir in der Lage sind, unseren seit 23 Jahren einen SLES herauszubringen, zu bauen, nutzen wir auch, um einen OpenStack zu bauen. Was natürlich im Enterprise-Umfeld ganz wichtig ist, auch das wurde heute Morgen schon mal kurz angesprochen, das Thema Updates. Also OpenStack früher abzudaten war eigentlich nicht möglich, weil die gesagt haben, auch neue Version, neues Spiel, neues Glück, kann ich bei einem Unternehmen nicht bringen. Dass ich sage, okay, Freitag fahrt mal alles runter, am Wochenende habt ihr Zeit, neu zu installieren und am Montag läuft es vielleicht wieder. Das heißt, für uns ist schon wichtig, einen Update-Prozess zu haben, mit dem ich in der Lage bin, von einer OpenStack-Version auf die nächste zu kommen. Gerade wichtig, ich habe hier, wie gesagt, einen Release-Cycle von 6 Monaten. Kunden aus unserer Erfahrung sind nicht wirklich daran interessiert, eine bestehende OpenStack-Variante die nächsten 5 Jahre lang zu betreiben, weil sie sind heiß auf die neuen Funktionen. Also dort ist die Notwendigkeit, die Nachfrage, den Upgrade wesentlich höher, als zu sagen, ich brauche einen Long-Term-Service für OpenStack und die Zertifizierung hinten dran. Das heißt, damit bieten wir einfach eine optimale Distribution an, um OpenStack, Infrastructure as a Service, im Unternehmen einzuführen und das Ganze auch erfolgreich umzusetzen. Trotzdem bleibt es dabei, auf der einen Seite, ich habe eine API, ein Knöpfchen, alles funktioniert. Im Grunde unten drunter ist Cloud, egal von wo ich es mache, mit welcher Distribution, komplex. Extrem komplex. Und da würde ich jetzt mal bitten, aus der Praxis, dass der Sandro ein bisschen erweitert. Mein Stichwort. Ja. Genau. Ich bedanke mich schon mal. Danke, Tore. Vorneweg, also die Arbeit von SUSE für OpenStack ist natürlich extrem wertvoll. Nicht nur, dass sie aktiv an der Entwicklung mitarbeiten, sondern auch eben diese Deployment-Prozesse und die ganze Distribution. Ah, man sieht mich sonst nicht. Das ist extrem wertvoll, das macht es viel einfacher, ein OpenStack bei einem Kunden auch zu platzieren.
Nichtsdestotrotz ist es trotzdem immer noch sehr schwer. Mal schauen, was die nächste Folie bringt. Genau. Der Punkt ist der, OpenStack ist übrigens für den klassischen IT-Verkäufer der absolute Horror, weil man verkauft nicht einfach eine SUSE Cloud und sagt, das ist es und jetzt los, wir helfen euch einen Tag und dann funktioniert das. So quasi ein bisschen Pre-Sales und dann kann man loslegen. So ist es leider nicht. Eben Infrastructure as a Service ist einfach nicht genug. Und das ist genau das, was die meisten aber versuchen als ersten Schritt zu tun. Sie versuchen, ihre Virtualisierung abzulösen mit einer Infrastructure as a Service Lösung und einfach ihre VMs darauf zu zügeln. Das wird aber nicht erfolgreich sein, beziehungsweise wird einfach auch nicht den Mehrwert bringen, den man gerne möchte. Eben der Complete Puzzle. Das Netzwerkdesign ist extrem zentral, wie Tore auch schon vorher erwähnt hat. Application Enablement, Storage Concept, User Acceptance und generell der Paradigmen-Shift. Also eben der Paradigmenwechsel ist enorm. Deswegen bin ich eben auch der Meinung, dass man beim Verkauf quasi anfängt, damit das Konzept als Training zu verkaufen, damit die Leute überhaupt mal verstehen, worum es geht. Und ich rede insofern aus Erfahrung, wir sind in der ganzen Schweiz, in ganz Europa unterwegs und verkaufen aktiv Private Clouds, Cloud-Lösungen aller Art. Und oftmals darf man einfach mal vorbeigehen, weil sie das Wort Cloud toll finden. Und das muss ja was Tolles sein und irgendwann muss man das ja haben, aber wir haben eigentlich keine Ahnung. Und da fängt es dann eigentlich, also es ist quasi zuerst eine missionarische Aufgabe, bevor man überhaupt mal so weit kommt, dass man eine technische Lösung überhaupt platzieren kann. Das ideale Datacenter. Fully automated, only catalyst. Das ist genau das, was der Hure vorher vorgestellt hat. Stateless driven, komplett. Man hat, und das ist auch was ich an meinem Vortrag heute Morgen noch präsentiert habe, wo es dann auch um Full Abstraction geht und mit Multi-Architektur. Schlussendlich geht es einfach darum, die Catals hochzufahren, die Computing-Ressourcen hochzufahren und die Applikation damit zu betreiben. Und das soll nicht mal relevant sein, was für eine Architektur man nimmt, sondern das ist vollständig orchestriert. Die Realität ist jedoch unterschiedlich. Aktuell haben wir immer noch Virtualisierungssysteme, also wir haben immer noch virtuelle Datacenter und die meisten, die aktuell Cloud evaluieren, planen ein virtuelles Datacenter mit neuester Technologie zu bauen, was natürlich komplett falsch ist. Also das ist einfach der falsche Ansatz, damit wird man nicht glücklich, man kann das machen, aber OpenStack bringt im Vergleich zu zum Beispiel OVIRT keine großen Vorteile, wenn man Haustiere betreibt. Und von daher ist es einfach wenig sinnvoll. So, wie kann man also erreichen, dass man OpenStack sinnvoll einführen kann und was gibt es zu tun? Dann die Early Adopters, das sind auch wieder Erfahrungswerte von uns, die wir am Markt machen. ISVs sind hochinteressiert, weil die in der Lage sind, genau da anzusetzen, wo man bei Cloud ansetzt, nämlich bei der Applikation. Die Applikation muss cloudfähig sein. Erst dann macht es auch Sinn, eine Applikation auf einer OpenStack-Umgebung zu betreiben. Zurzeit sind wir da an Testumgebungen, an POCs, wenn man so will. Und da geht es zum Teil auch darum, um Softwarehersteller, die eine Client-Applikation haben, die auf einem Windows läuft. Und die Applikation wird dann mit Cloud-Services befruchtet, wenn man so will. Also das heißt, man braucht eine skalierbare Cloud-Umgebung, wo man eine Applikation implementiert, die als Upsell-Modell für eine Client-basierte Applikation hinhält. Und das ist ein gutes Modell, um eben auf die Cloud aufzusteigen und die Konzepte einzuführen. Dann Corporate Service Providers ist auch ein Thema. Also die ganz, ganz großen Firmen, die ganz, ganz großen Kunden von uns, die überlegen sich solche, beziehungsweise die Projekte laufen schon, die Projekte sind sehr, sehr langatmig. Man hat unglaublich lange Konzeptphasen, man hat unglaublich lange Studien, die man vorher betreibt. Und da geht es auch primär um Cloud-Service-Broker-Strukturen.
Die gibt es übrigens auch bei Distributoren schon, also auch bei Ingram ist da was am Start und auch bei anderen. Und dann gibt es eben die großen Service-Provider innerhalb großer Konzerne, die verschiedene Brands beliefern, die verschiedene Einheiten beliefern, und für die eignet sich ein OpenStack-Modell und das Self-Service-Prinzip davon natürlich fantastisch. Natürlich auch das Pay-as-you-use-Modell, da kommt wiederum das Billing dazu, das hatten wir heute auch schon mal ganz am Anfang, dass Billing extrem zentral ist, weil was habe ich davon, wenn ich das so gezielt messen kann, wenn ich es dann auch nicht verrechnen kann. Und somit wird sich die IT in diese Richtung bewegen und die Dienstleistungen, die Services werden ganz gezielt bezogen und auch verteilt auf einer Open Cloud, OpenStack-Umgebung. Dann von den Silos zum Team. Der Mindset-Change, wie ich es vorhin gesagt habe, also der Paradigmen-Shift, auch Tore hat es vorher erwähnt, ist das Zentralste überhaupt. Hat man das nicht verstanden, muss man es auch gar nicht unbedingt anschauen. Das ist auch die Problematik von einem Produktehersteller wie SUSE. Man hat ein fantastisches Produkt, ein super Deployment-Modell, das macht fast alles von alleine. Dann hat man eine tolle OpenStack-Umgebung und dann fragt man sich, was will ich denn damit? Und deswegen muss man eben an einer anderen Ebene ansetzen und die Leute da schlussendlich abholen. Ja, die ist eigentlich obsolet, die muss ich eigentlich gar nicht erklären. Nun, why now? Also der Punkt, das fragen sich wahrscheinlich viele. Die meisten Vorträge hier relativieren viel von dem Hype. Alle sagen OpenStack, und alle sagen, ja, aber so einfach ist es gar nicht und das braucht viel, bis man das mal hat und die Release-Cycles alle 6 Monate, Riesenproblem, Upgrade-fähig, auch nicht. Irgendwie ist es ein Hin und Her und trotzdem ist der Tenor nach wie vor in die Cloud. Der Mindset-Change sollte sofort starten. Also die Leute sollten sich damit beschäftigen, die IT muss sich damit beschäftigen, sie müssen verstehen, wo ihre IT in 4 bis 5 Jahren sein soll, wie sie ihre Workloads verteilen können, was mit ihren Applikationen passiert, etc. etc. Das heißt, man muss auch mit seinen Partnern reden. Ich meine, speziell große Firmen haben hunderte von Partnern, die Applikationen liefern, die für sie entwickeln, die einfach Dienstleister sind und zuarbeiten. Und da muss es schon mal anfangen. Wenn die nicht wissen, dass sie in 4 Jahren vielleicht ihre Lösung im besten Fall cloudfähig hatten, dann wird sie auch nicht cloudfähig sein. Also das wird nicht passieren. Und deswegen muss man das sehr, sehr früh starten. Genau das Gleiche ist auch die Erfahrung haben wir auch gemacht. Und speziell bei Großunternehmen, die Konzepte werden zu Tode durchgedacht. Also irgendwann fällt das Projekt einfach ins Wasser, weil man nie irgendwo anfangen kann, weil man nie fertig ist. Man wird auch nie fertig. Und an dem Moment, wo man denkt, ja, jetzt sind wir irgendwo so weit, könnte man mal loslegen, kommt ein neues OpenStack-Release, hat irgendein Problem wieder erschlagen und eine Workaround-Lösung, die man sich gedacht hat, die ist einfach obsolet. Also von daher, es lohnt sich auch nicht, alles bis ans Ende durchzudenken. Man muss die grundlegenden Dinge, die muss man natürlich schon durchdenken, aber nicht bis ins Letzte. Und einen Service-Katalog aufbauen mit 1000 Applikationen bringt alles nichts. Deswegen mein Motto, start small, it's going to be big soon enough. Also es wird wachsen. Die Vorteile, die liegen an sich auf der Hand, wenn man einfach startet und zwar mit einer Lösung, die auch die Cloud-Vorteile hervorhebt, dann werden alle möglichen auch aufsteigen wollen. Und eben halt die ganzen Entwicklungsprozesse müssen sich auch in diese Richtung bewegen. Von daher ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man mit einer neuen Applikation anfängt, eine neue Applikation, die man haben möchte, und die macht man von Anfang an, plant man die so, dass man die gleich cloudfähig macht, stateless betreiben kann, und dann baut man gleich noch eine kleine OpenStack Cloud dazu und betreibt es dann da und wächst dann von da. Und die Migration von einer kleinen OpenStack auf eine vielleicht größere Umgebung, die man dann irgendwann noch baut, ist überhaupt kein Problem. Aber die Applikation dann später cloudfähig zu machen, ist eher mühsam. Also sollte man eben klein starten und jetzt schon loslegen bei den Applikationen. Das lohnt sich am meisten.
Customers Lessons, nochmal zusammengefasst. Die Use Cases und Workloads sollten klar definiert sein. Eben, man soll sich nicht alles erwünschen und nie fertig werden. Das heißt, kurzfristige Ziele definieren, damit man auch kurzfristige Erfolge hat mit einer OpenStack Cloud oder generell mit der Cloud. Ist übrigens auch nett fürs Management. Ist auch so eine Erfahrung. Häufig kommt der Wille zu einer Cloud kommt häufig vom Management, weil die IT möchte sich nicht unbedingt zwingend damit beschäftigen. Die haben genügend zu tun mit dem Daily Business. Das ist ein neues Thema, sowieso extrem mühsam zum Verstehen. Alles ist anders und alles ist irgendwie komisch. Und das Management sagt, alle machen Cloud, alle sagen, Cloud ist die Zukunft und irgendwann stehen wir da und haben keine Cloud und das ist scheiße, also macht jetzt endlich. Und dann fängt das Theater an. Wenn wir Glück haben, kommen wir dann irgendwie rein und können das Ganze dann ein bisschen koordinieren und in saubere Bahnen lenken. Häufig ist es aber auch so, dass wir dann zu einem späteren Zeitpunkt zugezogen werden und dann ist es schon komplett verfahren. Und dann fängt man nochmal neu an. Die Zeit verloren, Management enttäuscht, unzufrieden. Das ist wirklich ein Problem. Und eben, ein initiales Cloud-Setup sollte einfach ein einfacher POC auch sein. Also POCs, die helfen stark. Und wenn es eine Applikation ist, die man gar nicht erst braucht, wo es einfach darum geht, um zu verstehen und zu begreifen, was man für Vorteile hat aus einer OpenStack, aus einer OpenStack-Umgebung, aus einem Stateless-Driven-Modell. SUSE Cloud ist ein tolles Produkt. Wir arbeiten mit allen Distributoren zusammen. Die SUSE ist definitiv eines der kompetenten Unternehmen und wirklich, es gibt ja viele Distributionen inzwischen. Einige würde ich nicht mal anfassen. Andere sind wirklich sehr gut und in puncto OpenStack arbeiten wir sehr gern und sehr eng mit der SUSE zusammen, weil uns die Lösung sehr gut passt und sehr gut auf unsere Service-Dienstleistungen passt. Ja, ich glaube, ich habe alle Folien durch. Ja, das war's. Vielen Dank.